Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin, niedergelassen in eigener Praxis seit über 15 Jahren. Und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema für mich, und zwar um das Homozystein. Ich bin noch in meiner Wanderkleidung. Ich war gerade im Donautal auf einem Jakobsweg wandern. Ich war ja schon über 30 Mal auf Jakobswegen in Spanien und gehe dann auch gern hier ein bisschen wandern, weil da ist der Spirit von diesem Camino de Santiago auch ein bisschen zu spüren. Deswegen bin ich jetzt noch in meinen Wanderklamotten und möchte aber dieses Thema heute noch hier auf ein Video bringen, weil es mir sehr wichtig ist. Und zwar hat mir eine YouTube-Zuhörerin geschrieben und hat gesagt, sie ist 65 Jahre alt und sie hat einen erhöhten Lipoprotein-A-Wert. Da habe ich ja auch ein Video drüber gedreht. Und sie habe auch einen erhöhten Homozystein-Wert. Und ihr Arzt hat irgendwie gesagt, das wäre jetzt alles nicht so wild. Und eine junge Ärztin hätte noch gesagt, den Homozystein-Wert, den kenne sie gar nicht. Und da dachte ich mir, da möchte ich ein bisschen aufklären einfach. Und möchte hier einfach mal, ich fange hier gleich mal an. Was ist der Homozystein-Wert? Homozystein ist eine Abbausubstanz von Aminosäuren oder eine Zwischensubstanz, ich zeichne das auch gleich noch auf, das, wenn es ansteigt im Blut, gefährlich für die Gefäße ist. Ne? Homozystein ist wie so eine scharfe Substanz, wie kleine Glassplitterchen, so kann man es sich vorstellen, das dann durch die Gefäße rast und hier ganz leichte Gefäßverletzungen an der Intima, an der Gefäßinnenwand macht und da somit dann durch die winzigen Verletzungen sich dann irgendwelche Toxine oder Kalkablagerungen, Kalziumablagerungen, Cholesterinablagerungen bilden können, weil sie eine Angriffsfläche dann haben. Und dadurch entsteht dann eine sogenannte Gefäßverkalkung, eine Arteriosklerose. Und für die Kollegen, für die ärztlichen Kollegen, die diesen Wert wohl nicht kennen, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich habe so viele Studien darüber und man kann die auch im Internet einfach mal nachgoogeln. Und ich zeige das auch nachher noch genauer, auch im Labor, wie üblich. Also, was ist jetzt das Homozystein? Ich gehe es mal in die Biochemie kurz rein. Ich finde das wichtig. Hör einfach zu, es wird nachher noch spannender, nämlich was kann man machen, um den zu senken. Da gibt es nämlich ein paar Tricks, das ist ganz wichtig. Das ist alles immer nicht ganz so einfach. Es gibt eine Aminosäure, die heißt Methionin. Das ist eine sogenannte essentielle Aminosäure, die müssen wir quasi essen. Ja, die ist wichtig, das ist eine schwefelhaltige Aminosäure. Die ist sehr wichtig. Und diese schwefelhaltige Aminosäure wird umgewandelt dann von unserem Körper in Homozystein. So. Und zwar durch das sogenannte Methionin, also SAM, durch S-Adenosyl-Methionin. Ja? Das ist dann die acetylierte Form des Methionins. Und sie kann auch wieder, das Homozystein kann auch wieder zurückverwandelt werden in Methionin durch die Folsäure. Deswegen ist die auch so wichtig. Ja? So, das ist schon mal so ein Kreislauf in unserem Körper. Und dann, jetzt geht es weiter, Homozystein ist eben auch die Vorstufe vom Cystein. Ne? Vom L-Cystein, L-Methionin, das ist eine Aminosäure. Da habe ich auch schon Videos drüber gedreht und habe schon viel über das L-Cystein erzählt. Viel.
Es geht heute ums Homozystein, deswegen gehe ich auf Cystein jetzt nicht ganz so ein. Auf jeden Fall ist es eine unheimlich wichtige Aminosäure. Und allein aus dem Grund schon mal, wenn die Leute zu viel Homozystein haben, dann bleibt das hier hängen. Und ich habe vor 15 Jahren schon in der Vorlesung gehört, dass 50% der Menschen in Deutschland eine Glutathion-Verstoffwechslungsstörung haben. Und dann, das war, hing dann zusammen mit dem Homozystein, weil aus dem Cystein wird das Tripeptid Glutathion gebildet. Das ist unheimlich wichtig, eines der wichtigsten Antioxidantien in unserem Körper, antioxidativen Systeme in unserem Körper. Wenn wir das nicht hätten, und das Superoxidismutase-System, Superoxidismutase, habe ich auch ein Video darüber gedreht, wenn wir die beiden Systeme nicht hätten, dann bräuchten wir ja tonnenweise Vitamin C pro Tag. Wirklich, das ist kein Scherz, tonnenweise Vitamin C, lastwagenweise. Das ist so wichtig hier. Und auch wird aus dem Cystein auch das Taurin gebildet. Auch eine ganz wichtige Aminosäure, die sehr stark antioxidativ wirkt. Das ist also super wichtig, nur mal so. Aber jetzt, wie gesagt, heute geht es ums Homozystein. Was braucht denn das Homozystein dann, um weiter umgewandelt zu werden in Cystein? Das braucht dann das Vitamin B6 und das Vitamin B12. Na, hier braucht man die Folsäure, dass es wieder zurückverwandelt wird, und dass es hier runter verwandelt wird, brauchen wir B6 und B12. Und das muss auch funktionieren. Ja. Ich zeige es wie üblich hier nochmals kurz mal aus einer Fachfortbildung, einer ärztlichen Fachfortbildung, aus einem Ärztekongress nochmals eine Folie hier rein, dass man sich das nochmal anschauen kann. So steht das wirklich im Lehrbuch der Medizin, ob das jetzt die innere Medizin, die Kardiologie, die Biochemie oder die Physiologie ist, da kann man das überall nachlesen. Da sieht man sogar Methionin, Homozystein, Cystein. Und hier sieht man auch, Homozystein, ne, führt zu Apoplex, also Schlaganfall. Kave heißt Vorsicht auf Medizinisch, Vorsicht, ne, Apoplex und Herzinfarkt. Hier sieht man es nochmal. Und dann, wenn hier zu viel ist, ist auch hier zu wenig und ist auch hier und hier dann meist zu wenig. Das kann man auch alles im Labor testen. Und dann haben wir hier halt auch noch eine erhöhte Entzündung, weil hier, da war die Entzündung hier dann gestoppt und so weiter. Und das sind die Oxidation, ne? Das, was ich schon in vielen Videos erklärt habe. Das hängt halt alles miteinander zusammen. Aber heute geht es um das Homozystein. Und wenn hier jemand einen zu hohen Wert hat, dann sollte er tunlichst was machen. Und es ist wirklich ganz einfach, den zu senken. Also das ist nicht so schwierig wie das Lipoprotein A. Hier können wir locker was machen, ganz locker. Na, hier haben wir auch noch so ein paar Studien. Das ist übrigens aus der Ärztezeitung, ne? 2010, Dezember 2010. Und die Ärztezeitung ist wirklich Schulmedizin pur. Die kriegt jeder Arzt in Deutschland zugeschickt, umsonst. Hohe Homozysteinwerte kündigen schnelle Alzheimer-Progression an, weil eben auch die Gefäße im Hirn dann zugehen. Ne? Nur mal so zum, was man es auch nochmal sieht. Ne? Da. Schwarz auf weiß. Und da habe ich so viele Studien drüber. Ich sammle die ja immer, ne? Die Studien. Okay. Also. Was ist denn hier die Kernaussage? Die Kernaussage ist, Homozystein ist wirklich gefährlich für die Gefäße. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Liebe ärztliche Kollegen, die das hier immer wieder runterspielen. Ich habe 2 Jahre in einer allgemeinmedizinischen Praxis gearbeitet, nach meiner Arbeit im Krankenhaus als in der Anästhesie und Intensivmedizin. Und mein damaliger Chef, das war eine große Allgemeinarztpraxis, wir haben zusammen zwischen 80 und 160 Patienten pro Tag gesehen, mein Chef und ich. Ich war da als Assistenzarzt angestellt. Der hat zu mir immer gesagt, du,
Karl, misst doch mal den Homozysteinwert, das kostet dann zwar 20 Euro, aber das ist wichtig, weil, ne? Und ich erinnere mich auch noch aus dem Studium daran, wie das gelehrt wurde. Ne? Ich habe an der Universitätsklinik in Tübingen Medizin studiert und ich erinnere mich noch dran. Also, das Ding hier ist gefährlich für die Gefäße. Nochmal eine kleine Geschichte. Hat auch einer irgendeine Fortbildung in irgendeinem Kongress mal erzählt. In Altersheimen wird häufig Methionin gegeben, aus dem Grund, weil die Patienten chronische Blasenentzündungen haben. Methionin, das wissen auch viele nicht mehr, ist ein wunderbares Mittel bei einer Blasenentzündung. Ne? Da nimmt man 3 mal 3 Gramm Methionin am Tag und dann kann man die Blasenentzündung ganz gut behandeln. Es gibt auch noch andere Mittel, wie die Manose und wie, weiß Gott was, ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, aber hier. Ja. Und dann sind Ärzte also ins Altenheim und haben ihren Patienten Methionin hochdosiert gegeben. Dass sie, gerade weil die älteren Herrschaften in den Altenheimen ja häufig auch Blasenkatheter haben und da kommen dann Bakterien rein und dann haben die Blasenentzündungen, kriegt die Armen. Ne? Und dann haben die gesagt, ah, komm, machen wir mal hier Methionin, anstatt andauernd Antibiotika zu verabreichen. Tolle Idee, aber eins haben sie nicht bedacht, dass die in Folsäure, einen B6 und einen B12-Mangel hatten. Und die haben dann aus diesen Methionin, aus dem hochdosierten Methionin, das die bekommen haben, so viel Homozystein gebildet, dass die immer wieder einen Schlaganfall bekommen haben oder auch einen Herzinfarkt. Das wurde dann beobachtet. Also, wichtig, wichtig. Eine kleine Anekdote. Da muss man immer Folsäure B6 und B12 dann geben. Und so steht es auch im Lehrbuch. Also, man kann den Homozysteinwert schon mal senken, indem man einfach B6, B12 und Folsäure gibt. So, das ist das Erste. Aber wie gesagt, ganz so einfach ist es dann auch nicht immer. Ne? Ich darf nochmal hier hinein zeigen, wie es dann im Biochemiebuch wirklich aussieht. Hier haben wir das Methionin als essentielle Aminosäure und hier haben wir das Homozystein und da hängt noch viel mehr dran. So einfach ist das alles gar nicht. Ich erkläre das hier wirklich sehr, sehr einfach. Einfach, dass man der Betroffene sich selbst behandeln kann und es versteht. Also nochmals, Folsäure B6, B12. Da gibt es Kombinationspräparate. Einfach ein Kombinationspräparat kaufen mit ordentlicher und qualitativ hochwertigen B-Vitaminen, Biotin, B1, B2, B3 wären auch noch wichtig. Einfach ein Kombipräparat kaufen, aber auch hochdosiert bitte. Ne, da gibt es, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich möchte hier keine Werbung machen, aber da sollten dann schon mal 500 Mikrogramm B12 drin sein, und zwar das richtige B12, da habe ich ein Video drüber gemacht. Bitte das Video anschauen über das Vitamin B12. Und B6 und Folsäure sollte auch drin sein. So, am besten ist natürlich, wenn die Folsäure als Pyridoxal 5-Phosphat vorliegt, P5P, oder noch zusätzlich als P5P mit reingemischt wurde. Das ist auch noch so ein kleiner Trick, P5P, Vitamin B6. Und das zeige ich jetzt auch gleich mal im Labor. Warum da das hier haben wir gerade die zwei Werte. Das ist ein Leistungssportler, der ist schon über 50 und macht also extrem Leistungssport und hat hier einen viel zu niedrigen B12-Wert. Hier sieht man das und einen wirklich niedrigen B6-Wert. Hier stimmen die Normbereiche nicht. Der B6-Wert sollte bei mindestens 40 liegen und höher. Und hier sieht man auch die Messen des Pyridoxal 5-Phosphat. Das ist das wichtige Vitamin B6. Auch da gibt es Unterschiede. Ja. Ich halte es mal in die Kamera, dass man es mal sieht. So. Okay. Also,
Gut. Dann gibt es noch mal was. Es gibt Homozysteinwerte, die sinken nicht so ab, wie man es gerne hätte. Auf einen Wert von unter 8 soll der liegen. Mein eigener Homozysteinwert ist auch so einer, der da nicht so richtig runter möchte. Ich habe das dann mit dem P5P zusätzlich und einem hochdosierten Vitamin B12 dann schon geschafft, dass der Wert einigermaßen okay ist, so bei 10, 11 rum, aber der geht auch manchmal wieder ein bisschen hoch. Und da gibt es jetzt noch so einen Knackpunkt, den offensichtlich auch viele nicht kennen. Und das ist es ein Enzym. Ne? Wir haben ja Enzyme und es ist MTHFR. Und das sagen immer noch manche Schulmediziner, die sich hier auskennen, das haben wir geerbt. Das ist eine genetische vererbte Störung, wenn das MTHFR nicht funktioniert. Das kann sein, dass wir es vererbt bekommen haben. Es kann auch sein, dass das im Laufe unseres Lebens das Gen sich verändert hat und abgeschalten wurde. Das nennt man Epigenetik und das kann man im Labor testen. Und bei den Menschen, wo der Homozysteinwert nicht so richtig runter will, teste ich dann in einer gentechnischen Untersuchung den MTHFR-Wert. Und ich zeige den mal in die Kamera. Da gibt es zwei davon. Das ist der gleiche Patient wie vorhin. Und hier sehen wir der obere, der MTHFR 1298, der ist mutiert. Da haben wir also eine MTHFR-Störung, eine nachgewiesene. Und der untere Wildtyp heißt, der ist in Ordnung. Und da haben wir hier dann entsprechend einen erhöhten Homozysteinwert von 13,6. Der ist also nur leicht erhöht, aber der war bei dem Patienten zu Beginn viel höher, weil der das ja nicht gewusst hat. Ne? So. Und ich sage hier gleich nochmal ein paar weitere Sachen dazu. Also, MTHFR hat was mit der Leber zu tun, das wissen auch viele nicht. Und warum steigt der Homozysteinwert an, wenn der MTHFR-Wert nicht richtig funktioniert? Weil der ist mitverantwortlich für die B12-Verwertung, und zwar für die Methylierung des B12s in der Leber. Ne? Das habe ich auch schon in manchen Videos erwähnt, aber ich weiß, das ist so ein komplexes Thema, dass man das nicht versteht. Also ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Also deswegen keine Kritik, auch an die lieben Kollegen. Ich habe lange gebraucht, bis ich es dann wirklich mal verstanden habe und habe viele, 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 viele Tausende von Patienten behandelt. Und deswegen ist halt mein täglich Brot. Also keine Kritik hier, ne? Nicht falsch verstehen. Also, wenn der MTHFR gestört ist und es nicht funktioniert, dieses Gen, dann haben wir ein Methylierungsproblem in der Leber und das Vitamin B12 wird dann nicht richtig verstoffwechselt und dann braucht man natürlich noch viel mehr B12, dann müssen wir das relativ hoch dosieren und bitte auch als Methyl-Cobalamin B12 geben und wir können, wenn wir gut sind und wenn unser Körper da mitmacht, dass dieses MTHFR-Gen auch wieder anschalten. Wie gesagt, das kann auch sein, dass da hier ein Leberproblem dahinter steckt. Wir sollten also die Leber behandeln hier, wenn das Gen hier einen Schaden abbekommen hat oder eben genetisch verändert ist. Und wir können versuchen, in der Epigenetik diese Gene wieder anzuschalten und das geht dann halt durch die Ernährung. Na, wer hätte es gedacht? Ne? Wie heißt sie, Frau Professor Michaela? Ja, es fällt mir nicht mehr ein gerade, Entschuldigung. Hat gute Bücher darüber geschrieben. War ich neulich in München auf einem Krebskongress und sie hat eine Vorlesung gehalten über die Epigenetik. Die Gene sind nicht unser Schicksal und hat es gezeigt, dass man die Gene wieder anschalten kann. Also wir sind unseren Genen auch nicht ausgeliefert, aber wir müssen was tun. Und das geht nur, wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir die ganzen Geschichten hier wirklich auch machen.
Es geht ja immerhin um unsere Gesundheit. Also ich denke, das mit dem MTHFR hast du es auch verstanden. Und das darf ich nochmal sagen, also wichtig, Vitamin B6, P5P und Vitamin B12 ist wichtig. Folsäure kann man ein bisschen hinten anstellen, weil wie vorhin gesehen, die Folsäure ja dann das Homozystein wieder zum Methionin zurückverwandelt. Mir ist es wichtiger, dass es in die Richtung hier runter geht, gell? Das ist wichtig hier, das ist wichtig, das ist wichtig. Und auch die Leute mit einem erhöhten Homozysteinspiegel sollten zusätzlich L-Cystein bitte einnehmen. Ne? Mindestens mal 600 Milligramm pro Tag als N-Acetylcystein, NAC, ACC-Acut oder reines Cystein, die Aminosäure eben, dass das System auch da unten dann funktioniert, was ich gerade aufgezeichnet habe. So. Und jetzt noch zu guter Letzt. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Also wenn schon, denn schon, machen wir es richtig. Moment, ich muss an meinen Bücherschrank. Also ich bereite mich hier jetzt gerade nicht drauf vor. Gell? Ich habe mich nicht drauf vorbereitet. Deswegen mache ich alles aus dem Stegreif. Hier gibt es zum Beispiel ein schönes Buch. Da gibt es auch noch weitere Bücher von dem Autor hier. Und jetzt darf ich das kurz aufschlagen. Muss ich ganz kurz schauen, Entschuldigung. Wo waren wir beim Homozystein? 92. Ja, das lese ich auch mal meinen Patienten vor. Ich zeige mal kurz das Buch, das ist sehr lesenswert. Vom Kollegen Dr. Matejka. Geheime Krankmacher. Was Ärzte häufig übersehen, Hilfe bei ungeklärten Beschwerden vom Knauer Verlag, ne? Kostet ein paar Euro, Taschenbuch, der heime Krankmacher Matejka. So. Und hier haben wir also unter anderem den Homozysteinwert. Noch ein neuer Stoff, so neu ist der gar nicht. Ne? Was ist eigentlich Homozystein? Da kann man es schön nachlesen. Ne? Und er hat es so schön beschrieben, dass man es auch wirklich versteht. Also er hat es wirklich quasi für Laien geschrieben. Ne? Er hat auch Bücher für Fachleute geschrieben. Ne? Und da sehen wir auch, was wir machen können. Da steht's. Ich lese es jetzt nicht vor, ich habe ja schon alles erklärt. Aber das Buch ist wirklich klasse und da findet man auch viele weitere schöne Sachen drin. Also kann ich nur empfehlen. Und was jetzt eben noch wichtig ist, wenn jemand einen erhöhten Homozysteinwert hat und jeder Homozysteinwert über 12 wird gefährlich. Ne? Über 12 Mikromol pro Liter, um das mal ganz deutlich zu sagen. Sollte darauf achten, dass... Ne? Auch die anderen Faktoren... die zu Herz- und Gefäßproblemen führen können, zu Gefäßablagerungen, dass die wenigstens in Ordnung sind. Das ist das Gleiche wie mit dem Lipoprotein A. Ne? Wenn das erhöht ist, und das kann man ja gar nicht richtig senken, da kann man sich ein bisschen drüber, davor schützen, ne? Aber richtig senken, den kann man senken. Aber den nicht wirklich. Da muss man halt gucken, dass die anderen Werte in Ordnung kommen. Wenn jemand einen erhöhten Homozysteinwert hat und einen erhöhten Lipoprotein-A-Wert, dann steigt die Gefahr einer Arteriosklerose und dementsprechend die Folgeerkrankung wie ein Apoplex oder ein Myokardinfarkt, also ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt auf Deutsch, gewaltig. Ganz einfach. Und dann natürlich die Cholesterine sollte in Ordnung sein. Insbesondere soll das LDL-Cholesterin natürlich nicht so hoch liegen. Ja? Und natürlich soll das oxidierte LDL, was noch gefährlicher ist als das normale LDL, in einem ordentlichen Bereich liegen. Und natürlich sollte die Lipidperoxidation
Das sind eine Fettsäureoxidation, da werden die Fette ranzig im Körper und das LDL wird ranzig im Körper, sollte in einem ordentlichen Bereich liegen. Ne? Und natürlich sollten wir als Ärzte dann auch schauen, ob nicht noch weitere Risikofaktoren da sind, wie zum Beispiel ne? eine Prothrombin-Mutation. Ne? Der ist hier heterozygot, der hat hier eine Mutation und ein Faktor 5 Leiden. Na, grüß Gott, ne? Da finden wir noch mehr. Und er hat einen erhöhten Homozysteinwert. Lipoprotein A ist bei ihm in Ordnung. Ne? Das ist schon mal gut. Und was hat er noch? Hier, was haben wir noch gefunden? Großes Labor über 6 Seiten. Da muss man schon genau gucken. Er hat hier noch das oxidierte LDL erhöht. Ja, von dem ich vorhin sprach, das oxidierte LDL. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Wird online gestellt in den nächsten Wochen. Und hier haben wir nochmal einen Wert, einen schönen, den LPPLA2. Das ist auch ein Lipoprotein. Ne? Der ist hier Gott sei Dank auch in Ordnung. Und dann dem LPPLA2, da steht auch Arteriosklerose-Risiko drüber, kann man auch ablesen, ob eine Arteriosklerose da ist. Das ist auch ein Risikofaktor, den man testen kann. Das wissen auch viele nicht. Ne? Ja, okay. Wie gesagt, immer keine Kritik, ein bisschen Zynismus darf dabei sein, aber ich weiß auch vieles nicht. Also das ist schon dann völlig in Ordnung alles, gell? So. Also nochmals hier. Die anderen Werte. LPPLA2 kann man auch noch messen. Die sollten dann in Ordnung sein. Ne? Also wenn es der LDL erhöht wäre, sollte das Homozystein wiederum in Ordnung sein. Man muss gucken, dass man möglichst diese Werte in einen guten Bereich bringt, um sich zu schützen. Ne? Und dann die ganzen Maßnahmen ergreifen. Hier braucht man halt dann die B-Vitamine und muss die Leber reparieren, wenn der MTHFR-Wert auch zu hoch ist, dieses Gen oder eben eine Mutation da ist. Hier beim Lipoprotein A muss man halt dann das Vitamin C nehmen und Cystein. Ne? Und hier beim Cholesterin, da muss man dann schon tief in die Trickkiste greifen mit der Ernährung, mit Omega-3-Fettsäuren, eventuell mit Cholesterinsenkern, wenn es arg zu hoch ist, natürlich. Ne? Also beim oxidierten LDL helfen keine Cholesterinsenker. Da muss man wieder antioxidieren mit Antioxidantien und mit der Ernährung. Da muss man gucken, woher kommt die Oxidation? Wo ist die Entzündung im Körper? Das gleiche hier. Und wenn der erhöht ist, dann muss man einen gleich mal schön schnell zum Kardiologen schicken und mal gucken, wo liegen denn die Plaques? Ne? Wo sind denn da Ablagerungen? Weil das ist gefährlich. Ja, gut. Also. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen aufklären können jetzt über das Homozystein. Und ich darf hier noch was vorlesen zum Schluss, ne, von einer Kollegin, die heute geschrieben hat. Die Aussage von Karl Hartner möchte ich, der Aussage von Karl Hartner möchte ich mich sehr gerne anschließen. Genau das ist auch meine Meinung. Leider wird von der klassischen Schulmedizin viel zu oft die Behauptung aufgestellt, wir haben alles getan, was wir tun können. Ganz schlimme Dinge passieren draußen, nur weil einige Schulmediziner nicht über die Fortschritte der komplementären Medizin Bescheid wissen. Das sehe ich so oft. Deswegen bin ich auch dankbar, seit Jahren Dr. Rau dankbar, über die super interessanten und informativen Vorträge, zum Beispiel auf der ärztlichen Kongress der Medizinischen Woche Baden-Baden. Da gehe ich auch schon seit 20 Jahren hin. Mittlerweile darf ich da auch Vorträge halten. Das ist der größte Ärztekongress für Komplementärmedizin in Europa. Jeder von uns sollte die Infos auch an Kollegen weitergeben und Symbole von Mensch und Tier. Ich hoffe, ich habe niemanden auf den Fuß getreten. Ja, das hoffen wir immer alle, weil sich manche dann doch ein bisschen angepisst fühlen oder ein bisschen
Ja, was erzählt denn der hier? Und der glaubt, er weiß es besser. Das stimmt nicht. Ich weiß es nicht besser. Ne? Ich gebe hier nur das Wissen weiter, das ich lernen durfte in vielen, 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 vielen Jahren. Und ich habe eben schon im Studium angefangen, mich um solche Sachen zu kümmern, weil ich war einfach interessiert an einer echten Heilung. Gell? Und es ist keine Kritik über die Schulmedizin, es ist keine Kritik, keine Kritik. Das ist, muss jedem, der hier zuhört, klar sein. Es sind einfach Tatsachen hier, das kann man sich im Immunologiebuch, im KM, im Innernmedizinerbuch, im Biochemiebuch, im Pathophysiologiebuch etc. kann man das nachlesen und das ist einfach Medizin. Man kann es so oder so machen. Ne? Gut, also es werden noch weitere Vorträge folgen über das Thema, über diese ganzen wichtigen Themen, weil Todesursache Nummer 1. Hier. Unser liebes Herz. Der Herzinfarkt. Und Todesursache Nummer 2, Krebs. Da werde ich auch mal Videos drüber machen, über den Krebs. Der ist nämlich auch hochspannend, aber sehr komplex. Okay, also, das war also ein längerer Vortrag, als ich dachte. Es ist, sind auch immer, obwohl es um einzelne Werte geht, immer, es hängt ganz viel dran. Ne? Und da muss man einfach dann ein bisschen ausholen, um das Gesamte zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.